Dann würde ich sagen, mich killen. Ja, genau, ich würde auch sagen, lass dich killen, dann probieren wir das nochmal. Na ja, Freundchen. Was ich allerdings sagen muss, was ich cool finde, ist. Ich kann dir jetzt mal bei dem Schildtypen zeigen, wie. Wie ah. Oder auch nicht. Ohne fremde Hilfe komme ich hier nicht weg. Der hat mich direkt erschossen. Alles klar. Nee, gut, okay, das war ein bisschen Fail von mir. Sorry, Leute. Ja, macht ja nichts. Ich bin einfach ein bisschen zu vorgerusht, weil ich dachte, wenn man in Deckung automatisch, wenn man in diese Deckung geht, dann ist man egal, wo man gerade in Deckung ist. Sieht man, wird man nicht gesehen. Und der Typ, der war eigentlich noch hinter dem Kasten. Warst du denn im Dunkeln? Naja, nee, aber der Typ war mit dem Rücken zu mir. Vielleicht hat er aber die Schritte gehört. Okay. Das weiß ich nicht genau. Deswegen, also ich kenne mich auch mit der Sensitivität von dem Hören noch nicht aus. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen einspielen. Okay. Ich muss aber sagen, sie hätten ruhig einen Checkpoint machen können, wo man die Typen unten da, ne? Moment mal, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja, ja. Startet man jedes Mal das ganze Level neu. Echt? Ja. Okay, ja, dann müssen wir extrem vorsichtig sein. Hast du Tor von oben? Ja. 3, 2, 1. Boah, der war besser. Oh ja. Der war awesome. Hammer geil. So. Genau, ich bin eben da lang gegangen. Ich glaube aber, dass das ein Fehler ist, da lang zu gehen. Also jetzt, ich habe eben bemerkt, dass der Typ auf jeden Fall über diese Box drüber gucken kann. Auch einen aktiviert. Ich sehe die zwei Typen noch nicht, die sich unterhalten. Ich muss sagen, die Atmo gefällt mir total gut mit dem Licht hier. Muss ich echt, also super schick. Jetzt bin ich im Dunkeln noch. Das ist nicht so das Problem hier hinten. Einer ist eben noch. Das ist die Patrouille. So, dann mache ich das mal einfach genauso wie gerade. Wenn der Typ da sich ein bisschen nach vorne bewegt, werde ich zu dem nach vorne gehen. Komm schon. So, ich bin jetzt hinten auf der rechten Seite trotzdem nochmal. Ich glaube, ich habe es eben... Oh, lol. Wieso hat er mich denn hier hinter gesehen? Guck dir das mal an, ich bin sogar in Deckung. Wieso habe ich den Kampfkill gemacht? Keine Ahnung, du. Das wird ja was. Das kann ja was werden, ne? Ja, Leute, wir spielen uns ein. Ich sehe schon. Ach. Ich bin down. Ja, jetzt haben wir beide gefällt. So ist es dann. Das ist, Leute, aller Anfang ist schwer und es ist auch ziemlich spät, wo wir gerade aufnehmen. Ich muss trotzdem sagen, dass ich irgendwie nicht checke, wieso der mich gesehen hat. Der hat mich gesehen, während ich dahinter gekauert habe. Okay. Vielleicht muss man tatsächlich einfach nochmal auf die Sensitivität der Gegner nochmal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Wenn man wirklich Stealth machen sich, will. Warte mal, wenn ich mich jetzt... Natürlich, in der Halle. Felswände sind was anderes. Ach was, echt? Ich denke auch, dass das leichter werden wird, wenn man bessere Tools und sowas bekommt und bessere Schuhe oder so zum leise Schleichen oder sowas. Mhm. Also werden wir ja sehen. Ich kann unter euch am Berg Bewegungen ausmachen. Verstanden. Sind leise. Hast du stehen? Ja, ich kann. Okay, 3, 2, 1. Der war auch wieder gut. Perfekt. So. Ich markiere erstmal den Typen da hinten. Einmal. Ich frage mich auch, was das für ein... Ist das Russisch? Stand da nicht irgendwas mit... Ach Mist, ich habe schon wieder vergessen, wo wir sind. Ich auch. Typen da vorne habe ich total übersehen. Ja, der Schildtyp ist ja relativ gut zu sehen, deswegen werde ich den jetzt mal nicht markieren. Ja. Ich glaube, du musst aber erst den Typen, wenn ich hier rüber gehen will, musst du erst den Typen da ausschalten, der vor dir ist. Der kommt jetzt. Lol, warum kommt der so weit rum? Das, ach, der ist der eben auch der so weit. Der hat mich kurz gesehen. Aber nicht so, da. Ja. Okay, perfekt.
Verpisst er sich wieder. Ich glaube, ich muss warten, bis der den Schritt nach vorne macht. Der steht da jetzt noch hinten. Der macht gleich. Der geht gleich noch ein paar Schritte nach vorne. Vielleicht muss ich so lange warten. Okay. Ja. Könnt uns auch mit irgendwelchen Sachen arbeiten. Also ich habe hier, was habe ich hier noch drin? Rauchbomben, den EMP habe ich drin, Haft-EMP. Aber das bringt hier ja nichts gerade, weil wir nicht so viele... Also, sobald wir halt Granaten schmeißen, sind die im Kampfmodus. Ja, okay. Naja, dann probieren wir es mal. Also du kannst ja mal probieren, den da auf jeden Fall zu kriegen. Der Mama. Kommt jetzt mal einen Moment. Der hat mich gesehen. Alter, ist das krass. Ja, mit der schweren Mission. Alter, Schwede, ey. Es ist wirklich schwer. Okay, aber ich find's nicht schlecht, egal. Ich find's auch nicht schlecht. Da seht ihr mal, es kann nicht alles am Anfang perfekt laufen. Und wie gesagt, wir nehmen das hier auch gerade an einem Gamescom-Abend auf. Wir sind beide, glaube ich, ein bisschen müde. Ja, so ist es einfach. Und ja, dann. Ach ja. Ach, das wird schon. Ja. Irgendwann sind wir wieder routiniert. Ich weiß noch, beim Anfang vom Convictions waren wir genauso drauf. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja komm, das wird jetzt easy. Bis auf die letzte Mission, da wo wir wieder gefällt haben. Der Weg ist zu Ende. Dann nehmen wir einen anderen. Du kannst nehmen wir einen anderen, oder? Natürlich, in der Halle. Felswände sind was anderes. Ach was, echt? Die Synchronstimme von Sim Fisher ist so cool, von Nicolas Cage. Sam, Briggs, ich kann unter euch am Berg Bewegungen ausmachen. Verstanden. Versuch schon mal jemanden zu erschießen. Ah, nee, das ist gut, was du machst. Kannst von hier oben viel besser markieren. Das stimmt. Und wo stand denn der Typ hinter dem LKW? Der steht rechts, den kann ich nicht sehen, warte. Muss ich mal gerade. Hinter dem Felsbrocken ja, oder was? Ja, ja, Moment, ich kann markieren. Da. Und dann gibt's noch einen da hinten. Ah, okay. Dann gibt's noch einen da hinten, der an dem Bus ist. Siehst du den? Ja. Ja, genau. Dann haben wir alle. Bis auf den Schildtypen halt. Ja, gut, okay. Aber der ist ja kaum zu übersehen. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, direkt mal 6 Gegner am Anfang schon. Jawohl, ey. Vor allem, ich meine, du hattest ja auch eben gesagt, dass Briggs ja so Missionen eben gibt, die auch mit Assault eigentlich am besten gelöst werden, aber... Bei Briggs weiß ich es nicht. Charlie war das mit den Assault auf jeden Fall. Okay. Weil man da auch Sachen verteidigen... Oh lol, jetzt laufen die hier weg, das ist ein Scherz. Nein! Wo macht er denn jetzt einen Abgang hin? Der andere geht auch, oder was? Nee, der vielleicht kommt er nochmal zurück. Ansonsten kannst du auch über den Schleichen von da aus, oder? Guck mal gerade, ob du da auch den Tod von oben kriegst. Ja. Okay, dann 3, 2, 1. Der ist erledigt. Ziel ausgeschaltet. Perfekt. Toll ist, pass mal auf. Kannst du ihn da runterschmeißen? Ja. Nice. Wie das aussieht, wenn man den auf der Schulter hat. Hui. Aber dass man die Leichen wieder mitnehmen kann, finde ich ziemlich gut. Das ging ja bei Conviction. Konnte man das auch? Nee, man konnte es doch nicht, oder? Was? Leichen mitnehmen? Nee. Nee, eben nicht. Und das finde ich echt gut, dass man das hier wieder kann. Ja, genauso wie, dass, wie gesagt, aus der Deckung heraus jemanden platt machen, dass es den direkt reinzieht, sozusagen. Das ist eigentlich ziemlich cool, so aus dem Sichtfeld dann. Hm. Warte mal, aber ich kann mich hier auch langhangeln. Außen? Ja, ganz außen. Mal gucken, wo ich damit hinkomme. Ja. Damit könnte ich eventuell diesen S1, den du da markiert hast, den kann ich hier runterziehen vielleicht. Okay. Dass der einen Abgang macht. Wenn das funktioniert, dass das niemand sieht. Ja. Warte mal gerade. Sieht den jemand? Ja, deswegen gucke ich gerade. Das lass mich ja, mal. Den zweiten, den du markiert hast, der direkt hinter ihm steht sozusagen. Der würde das... Doch, der könnte das sehen. Soll ich es testen? Jetzt dreht er sich um, jetzt. Hat er nicht gesehen. Nice, der hat einen Abgang gemacht. Perfekt. Das könnte das natürlich leichter machen, jetzt, wenn man nur einen jetzt von der anderen Seite ausschaltet. Ich überlege gerade. Der eine läuft jetzt wieder seine Runde. Der da vorne ist halt ein bisschen nervig an der Kiste da. Kann man den bei dir komplett hinten rumklettern oder musst du da irgendwann wieder hoch? Ne, ich müsste jetzt wieder hoch. Hm, okay. Das wäre sonst, glaube ich, zu einfach. Ja, weil sonst könnte man einfach vorbeigehen. Ich meine, gut, das kann es ja auch mal geben. Warum nicht, ne? Aber
Bist du halt gerne, ob du hier zum Beispiel durchkommst als Ghost. Ja. Also das stelle ich mir schon extrem schwer vor. Ja, die laufen aber auch alle so kackies, ey. Oh, da kommt wieder einer angelatscht. Komm mal hier hin. Komm, put. Vielleicht, ohne Spaß, soll ich mich kurz von dem... Oh. Ne, wenn ich jetzt hochklettern drücke, dann... Was passiert denn dann? Das da. Sehr gut. So, ich könnte jetzt zwei erschießen hier hinten. Ich weiß aber nicht, ob das einer mitbekommt. Ja. Okay. Spätestens, wenn einer sieht, wie die umfallen. Ja, aber das kann keiner sehen. Sicher? Auch nicht der hier am LKW? Ja gut, auch wenn er sich umdreht, aber die beiden ständen hinter dem Geländer hier. Wenn der eine wieder rumkommt. Puh, weiß ich immer, ich weiß es auch nicht. Das ist extrem schwierig, weil wir den Schildtypen auch nicht markiert haben. Das heißt, wenn der eingreift, könnten wir nicht mal den Exekutionsmodus nutzen. Ach so. Sehr gut. Ach, du hast Nahkampf auf nicht tödlich gestellt? Ja. Noch sieht alles gut aus. Jetzt kommt einer. Müsste es fertig werden. Ducken. Nice. Ja. Alles gut. Ich habe ihn auch nur abgelegt, also er hat es nicht gehört. Ja, wie kriege ich denn den hier an der Kiste? Ach stimmt, ich könnte... Ich sehe auch von hier aus, ehrlich gesagt, den Schildtypen nicht. Wie wechselt man denn den Modus? B. Bei mir ist es B. Bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hab's gefunden. Direkt auf Anhieb, okay. Geil. Nicht tödlich und... Okay, wir machen jetzt mal, wir haben momentan beide nur zwei Leute markiert. Siehst du den Schildtypen? Ja, markier den mal bitte. Okay. Ah, da ist der, okay. Weil den sehe ich von hier aus gar nicht. Mhm. Ja, ist ja gut. Ich müsste mich auch mal wegbewegen, weil von hier aus kann ich irgendwie nicht viel tun. Was macht der Typ denn da vorne? Ich könnte den eigentlich hier wegziehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht da einer sieht. Die gucken jetzt auch alle halt immer in diese Richtung hier. Also die Frage ist, wir haben jetzt zusammen, hätten wir ja, wie viel Kills? 6, oder? Eigentlich 6. Weil... Aber der Schildjunge, der macht mir halt Kopfschmerzen. Der ist der Einzige, ansonsten würde ich sagen, gucken wir, dass wir die in Reichweite kriegen und knallen die alle weg, aber... Ja, eben. Das funktioniert bei dem halt leider nicht. Okay. Was ich probieren könnte, das probiere ich jetzt mal gerade, hier hinter zu gehen, wenn der Typ jetzt um die Ecke kommt... Hier wieder in die Ecke, dann kann ich den da reinziehen, ohne dass der andere das sieht, glaube ich. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Der jetzt kommt, meinst du? Ja. Okay. Wenn der denn noch ein bisschen mehr in die Reihe... Eben ist der mehr hier in meine Richtung gekommen. Ja, ein bisschen Geduld braucht man ja auch bei dem Spiel. Ja, ja. Nee, ich finde es ja auch gut, aber der veranstaltet nichts. Ja, ja, der rüttelt da gerade irgendwo ein bisschen dran rum. Komm schon. Gute alte Rütteltechnik, ey. Ja, wird helfen. Der Panzer sieht ja auch gar nicht mega kaputt aus. Oder was versucht er da gerade? Jetzt tritt er da irgendwo drauf rum. Das sieht aus wie eine Bombe oder so. Ja. Ja, er tritt drauf rum. Jetzt komm. Ja. Nice. Der liegt auch direkt im Schatten. Der andere kann ihn nicht sehen. Sehr gut. Ich könnte versuchen, ob ich an denen vorbeikomme, sodass ich hinter denen bin. Wenn ich hinter den Schildtypen komme, an den letzten, der da ganz hinten dran steht, dann könnte ich die von hinten versuchen, einzeln wegzunehmen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt hier versuche, mit diesem Lauf da vorbeizukommen? Sehen die mich komplett? Weil der Schildtyp guckt ja nur die Richtung hier. Weiß ich nicht. Weißt du, weil Deckung zu Deckung, aber die wird hier zwar angeboten, aber ich weiß halt nicht, ob der Schildtyp das sieht. Wenn ich das jetzt aus... Ich will das jetzt gerade nicht ausprobieren. Ich hab das... Ich probier's. Ich bin jetzt weiter hinten. Ich guck mal, ob ich an diesen letzten hier rankomme. Weil dann könnte ich den Schildtypen versuchen auszuschalten und die letzten zwei könnten wir exekutieren. Okay. Weil von hinten kann ich den Schildmann zumindest direkt platt machen. Jetzt fang doch nicht an, da irgendwie an dem LKW rumzufummeln, du Bobo, ey. Jetzt komm endlich her. Ja, der Typ hier vorne nervt auch ein bisschen an der Kiste. Ja, er kommt.